Es sind vor allem die Kurse, die Nachrichten machen und nicht die Nachrichten machen die Kurse. Und sie machen vor allem, nämlich die Kurse machen vor allem die Stimmung. Und während ich gegen Ende meines Urlaubs feststellen konnte, dass die Märkte stark überverkauft sind, eine extrem bärische Stimmung geherrscht hat, hat sich das nach dieser Rallye jetzt komplett gedreht. Jetzt sind alle bullish, Jahresendrallye kommt, ist doch alles super, weil die Fed ja angeblich die Zinsen nicht mehr anheben wird, hat doch Jerome Powell gesagt. Naja, hat er nicht wirklich gesagt. Im Gegenteil, er hat sich komplett alles offen gelassen, hat eigentlich versucht, so wenig zu sagen wie möglich. Die Märkte haben es als extrem dovish interpretiert, haben den Pain Trade ausgeführt. Viele waren short, mussten dann eindecken und so kam eins zum anderen. Mechanik hat diese Rallye ausgelöst. Jetzt ist die Stimmung euphorisch und ich denke, das ist ein Kontraindikator, der ähnlich wie damals, als die Stimmung extrem bärisch war, die Märkte gefallen sind, jetzt erstmal eine Korrektur einläuten wird in den nächsten Tagen, sehr zeitnah aus meiner Sicht der Dinge. Schauen wir uns die Dinge mal an, dann sehen wir hier Stimmung der Privatinvestoren. Letzte Woche noch 24% bullish, jetzt knapp 43. Letzte Woche noch knapp mehr als die Hälfte bärisch mit 50,3%, jetzt nur noch 27%. Heute bekommen wir auch die NAAIM Number, das ist praktisch die Investitionsquote von US-Vermögensverwaltern, die zuletzt extrem niedrig war mit 29%, davor sogar 26%. Und auch die dürfte jetzt stark angesprungen sein. Das kommt erst im Laufe des Donnerstags europäischer Zeit, diese Daten. Also heute. Und es wird sich zeigen, dass viele dann praktisch auf diesen Zug natürlich aufspringen mussten, die unterinvestiert waren. Und schauen wir uns mal hier die Daten an zur Stimmung der Privatinvestoren. Wir haben also jetzt 27% Bären. Das war zuletzt am 9. August nur weniger. Seitdem haben wir immer mehr Bären gehabt als diese 27% und wir haben jetzt 43, auf jeden Fall weit über 40% Bullen. Das ist der höchste Wert ebenfalls seit dem 9. August und Ende Juli, Anfang August stoppte diese Rallye, bis wir dann eben Ende Oktober ein Verlaufstief machten und dann ja diese starke Rallye kam. Also wir haben jetzt so wenig Bären wie seit Ende der Rallye nicht mehr und so viele Bullen wie seit Ende der Rallye nicht mehr. Anfang August. Interessanterweise, jetzt haben wir 9 Tage des Nasdaq in Folge positiv, wenn auch nur sehr, sehr knapp 0,11%, der S&P 500 8 Tage in Folge im Plus, wenn auch nur sehr, sehr knapp 0,10%. Interessant, Small Caps minus 1,1%, die sind seit Beginn der Woche unter Druck, war ja der Index der Russell 2000, der am stärksten performt hatte, über 8% in der letzten Woche. Aber der Nasdaq, wenn er heute steigt nochmal, wäre das die längste Gewinnstrecke seit November 2021, also seit 2 Jahren. Und der S&P, wenn er heute nochmal steigt, wäre es die längste Gewinnstrecke seit dem Jahr 2004. Interessanterweise gucken wir uns mal hier an. November, Anfang November scheint eine gute Zeit zu sein. S&P 500, das letzte Mal mit dieser Serie auch Anfang November. Wir haben jetzt den VIX 8 Tage in Folge negativ, also fallender VIX, fallende Volatilität. Und wir haben, wenn Sie hier mal rechts gucken, jetzt die Situation, dass die Mega-Cap-Aktien, Mega-Cap-Tech-Aktien, also die großen Tech-Aktien, nun auf einem Allzeithoch sind in Relation zu den Small-Caps, zu den kleineren Aktien, die ja viel mehr die amerikanische Wirtschaft repräsentieren. Wir sehen jetzt eben den Russell nach wie vor im Minus in diesem Jahr. Wir sehen Mid-Caps mehr oder weniger unverändert. Es ist vor allem eben der Nasdaq respektive die großen Tech-Aktien, die das Ganze nach oben ziehen, sodass wir auch jetzt Anfang der Woche zum Beispiel oder seit Anfang der Woche, obwohl die Indizes, die großen Indizes gestiegen sind, haben wir eine negative Advanced-Decline-Linie, besonders am Montag, auch am Dienstag. Gestern mal ganz kurz zur Börseneröffnung sind also mehr Aktien gestiegen als gefallen, aber das hat sich dann wieder rückabgewickelt und hier sehen wir rechts mal den Equal-Weight-Index des S&P 500, der einen Doppelboden gemacht hat, aber so furchtbar bullisch eben auch nicht ist und die Small Caps, wie Michael Guide jetzt sagt, die eben letzte Woche die großen Kings waren, die haben alle ihre Outperformance jetzt abgegeben wieder und das hat durchaus einen Grund. Schauen wir uns mal den Nasdaq an, der
getrieben wird von 7 Aktien. Diese 7 Aktien haben 95% zugelegt seit Jahresbeginn. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach krass. Das wird natürlich so weitergehen. Das hat dazu geführt, dass der S&P 500 13% gestiegen ist, während der Equal Weight, also in dem alle Aktien aus dem S&P gleichgewichtet sind, sogar im Minus ist mit 1,5%. Wir haben also einen Klumpenmarkt, alles in Tech. Hurra, Nvidia, Huawei, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Google, nur Tesla hat ein bisschen was schwierig gehalten. Heute HSBC hat die Bewertung aufgenommen und gleich auf Reduce gestellt, also verkaufen. Wir sehen eine Short Interest in Magnificent 7, also die Shortquote jetzt so gering wie praktisch noch nie zuvor. Wie seit 2020 nicht mehr, als die Fed ja eine Rallye da evozieren konnte. Und schauen wir uns mal die Bewertungen an, vor allem in Relation zur Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, also das, was sozusagen als vermeintlich risikofreies Investment gilt, nämlich vor allem Staatsanleihen, da ist man so teuer wie praktisch noch sehr, sehr selten zuvor, sogar teurer als in oder so vergleichbar mit der Dotcom-Blase. Aber schauen wir uns mal die Price-Earnings-Ratios an. Der Russell, obwohl er übergeordnet sehr, sehr schwach ist, also die Nebenwerte, Price-Earnings-Ratio von 22, teuer, fast die Hälfte aller Unternehmen verliert ja Geld. Nasdaq 26, S&P 19. Also es ist eine super Zeit, um jetzt natürlich sich einzukaufen. Langfristig nach dem Buffett-Indicator haben wir jetzt nach dem Anstieg wieder deutlich zulegen können, sind jetzt über dem Niveau der Dotcom-Blase. Also da wird die Marktkapitalisierung aller Aktien gewichtet in Relation zum BIP. Und Buffett hat gesagt mal, unsere abwartende Haltung reflektiert die Sicht der Dinge, dass das Geld sozusagen von den Aktiven zu den Geduldigen kommen wird. Und er ist offenkundig sehr geduldig, denn seine Cashbestände sind auf Allzeithoch. Wir hatten bei Finanzmarktwelt darüber berichtet. Aber wir haben vorhin auch gesprochen über die Renditen. Das ist ja ein wichtiger Faktor. Und gestern war ein wichtiger Punkt, dass die Märkte nach zwischenzeitlicher Schwäche sich wieder erholen konnten. Er lag daran, dass wir gestern eine Auktion 10-jährige US-Staatsanleihen hatten. Gestern um 19 Uhr. Die war jetzt eher mittelmäßig, also es war jetzt nicht toll, aber wir haben relativ einen hohen Anteil an Indirects, also das sind die ausländischen Käufer. Und das hat man positiv gesehen, siehst du, man kauft jetzt also trotz niedriger Renditen, kauft man noch die 10-jährige Anleiherendite. Das hat die Rendite so ein bisschen weiter noch nach unten gebracht, die vorher ohnehin schon gefallen war. Allerdings ist die Rendite dann auch nicht sehr deutlich gefallen, aber sie hat sich eben auch nicht erholen können. Erstmals jetzt die Rendite der 10-jährigen unter der 52-Tageslinie, das ist das erste Mal seit im Grunde Mai diesen Jahres. Also da ist durchaus was passiert und die Bullen haben ein Argument, vor allem Buybacks. Wir sehen jetzt praktisch den Hochpunkt der Buybacks. Wir haben die Saisonalität. Wir haben eine relativ oder eine starke Short-Positionierung von CTAs, amerikanischen Vermögensverwaltern, wenn man so will, die allerdings inzwischen teilweise durchaus eingedeckt sein dürfte. Diese Daten sind wahrscheinlich nicht mehr ganz, ganz aktuell nach dieser Rallye. Aber das sind natürlich Argumente und jetzt muss Paul Argumente finden, um zu sagen, Leute, das war ein bisschen einseitig, was ihr da in meine Aussagen reingelesen habt. Paul hat gesagt, wir wissen nicht, ob wir die Zinsen anheben, hat sich also alle Türen offen gelassen, hat auch gesagt, naja, die Renditen, die gestiegen sind, machen ja unseren Job, aber jetzt sehen wir, ups, dieser Job ist jetzt plötzlich nicht mehr gemacht, die Renditen fallen. Aktienmärkte gestiegen, Financial Conditions gelockert. Heute wird er sich äußern, 20 Uhr deutscher Zeit, in einer Diskussion mit einigen anderen. Das Thema heißt Monetary Policy Changes, Challenges in a Global Economy. Also klingt ein bisschen allgemein, aber es geht um Geldpolitik. Gestern hat sich Paul ja verweigert und nichts gesagt zur Geldpolitik. Wir sehen aber in Sachen Geldpolitik, dass die Bilanzsummen der Notenbanken weiter schrumpfen. Heute Abend kommen ja die neuen Daten zur Fed-Bilanz und wir sehen der S&P nach oben gelaufen, obwohl die Bilanzsummen der Notenbanken weiter fallen und an der Wall Street gestern, und das ist der Grund, warum wir weiterhin Small Caps vor allem unter Druck sehen, ist, dass
es so einen leichten Shift gibt von der Goldilocks Economy, also ganz weiche Landung, alles wird gut, alles ist perfekt, gesunde Abkühlung hin zu einer doch wahrscheinlicheren Rezession. Und dann, meine Damen und Herren, es wird mir auch vorgeworfen, ja, der Fugmann, okay, wenn Bitcoin steigt, dann spricht er nicht drüber, doch, ich spreche drüber, jetzt auf über 36.000 Dollar gestiegen, weil vielleicht die SEC dieses ETF dann genehmigen wird. Hurra, 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 die allermeisten, das belegen Daten, sind so zwischen 45.000 und über 60.000 eingestiegen. Das ist der dem Hype geschuldet, wenn solche Dinge explodieren, dann sind die meisten immer spät dran. Das heißt, die allermeisten sitzen nach wie vor auf Verlusten in Bitcoin, da hilft alles nichts. Die Early Adopter, die früh drin waren, die reiben sich natürlich immer die Hände. Mal sehen, ich denke, dass das jetzt schwierig werden wird, auch für Bitcoin. Schwierig auch die Lage für die USA, nachdem man jetzt Luftangriffe in Syrien gemacht hat und da offenkundig 8 Leute getötet hat, ein Waffenlager in Syrien. Es heißt, es wurden da Kämpfer der, oder es wurden Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde getötet. Man sieht also, das Ganze, das weitet sich ein Stück weit immer mehr aus, auch wenn die Märkte das scheinbar nicht mehr wirklich interessiert. Die Frage ist, stehen wir jetzt auch wegen solcher Kriege vor einem Jahrzehnt hoher Inflation und einer Deglobalisierung? Wir haben jetzt kürzlich neueste Daten bekommen der USA. Wie schaut es denn aus? Handel USA-China, der zuletzt ja so stark rückläufig war. Aber China rutscht jetzt in eine saftige Deflation. Wir haben heute die Verbraucherpreise bekommen. 0,2% zum Vorjahresmonat, die Erzeugerpreise minus 2,8%. Jeweils noch ein Ticken weniger also als erwartet. China rutscht in die Deflation. Die Wirtschaft bleibt fragil. Und woran liegt das? Es liegt vor allem am Immobiliensektor. Wir haben ja jetzt durchaus schon eine stimulierende Geldpolitik der Chinesen. Es hilft aber nichts wegen des Immobilienmarktes, halten die Leute ihr Geld zusammen. Auf der anderen Seite, solange wir also keine Immobilienerholung sehen in China, wird auch die chinesische Wirtschaft sich nicht erholen. Das ist der Wertspeicher schlechthin für die Chinesen. Und auf jeden Fall ist es natürlich so, dass die Chinesen jetzt wieder Produktionsvorteile haben, Preisvorteile haben. Die könnten jetzt also eine Gefahr für die Margen westlicher Unternehmen werden, wie Diego Fastnacht aus meiner Sicht richtigerweise hier sagt. Aber ich hatte es vorhin angesprochen, China und USA. Das Ende der Globalisierung wurde vorerst verschoben. Warum, wieso, weshalb? Das lesen Sie in diesem Artikel. Interessante Innenansichten, was da passiert. Xi Jinping wird ja bald Joe Biden treffen. Auch das ein Zeichen, dass die Chinesen jetzt weniger auf Konfrontation, sondern auf Partnerschaft wieder ausgehen, weil ihre Wirtschaft schlichtweg nicht auf die Beine kommt. Und zweite Empfehlung, der Immobilienmarkt kommt auch nicht auf die Beine. Die Immobilienpreise fallen wieder stärker. Wir sind jetzt im Grunde zwischen 2010 und 2022 haben sich die Preise für Eigentumswohnungen mehr als verdreifacht und jetzt sehen wir eine solche Korrektur, die überfällig ist. Ja, Benko und Konsorten natürlich, wenn die Zinsen auf Null sind, keine Risikoparameter mehr da sind, dann schießen die Vermögenspreise durch die Decke, aber wenn dann die Zinsen wieder ansteigen, dann wird es ungemütlich. Also diese beiden Artikel, wir werden heute 20 Uhr die Paul-Rede abbilden bei finanzmarktwelt.de, aber vorher noch ein Markeflüster über das, was heute dann noch passiert ist. Ich sage jetzt Servus und Ciao und verweise auf die beiden Artikel. Servus.